Ich sitz in unserer Küche auf dem Kohlenkasten, Kohlenkasten, baumle mit der Beine vor mich hin. Seit dem Jahre fast schon nicht im Kohlenkasten, Kohlenkasten, Mausetot, die liebe Oma drin. Driss von wegen Oma ihre Rente, irgendwie gewöhnt man sich daran. Auf der Post sagt Mutter Oma, ist so kränklich, dass sie ihr jetzt nicht selber holen kann. Und sonntags kommt die Oma aus dem Kohlenkasten raus und wird mit ohne keine Schwester parfümiert. Von wenigem Geruch, wie Tante Frieda sagt, die vor den Nachbarn schrecklich sich geniert. Denn die Nachbarn glauben, Oma ist in Bayern, wo sie ihr so ins Knie auskuriert. Und vielleicht bleibt Oma immer dort in Bayern, wo sie doch so ein feines Leben führt. Und Vater, der will ja nicht mehr auf Arbeit gehen, seit Oma tot ist, er war früher Maschinist. Weil wir doch Oma ihre Rente haben und eine tote Oma wirklich wenig ist. Und sonntags kommt die Oma aus dem Kohlenkasten raus und wird mit ohne keine Schwester parfümiert. Von wenigem Geruch, wie Tante Frieda sagt, die vor den Nachbarn schrecklich sich geniert. Ich sitze in unserer Küche auf dem Kohlenkasten, Kohlenkasten, baumle mit der Beine vor mich hin. Seitdem ja fast schon nicht im Kohlenkasten, Kohlenkasten, mausetot die liebe Oma drin. Wir haben uns schon oft geküsst und es liegt nur an gewissen unüberwindlichen Hindernissen, dass du immer noch Jungfrau bist. Denn im Hauseingang geht's nur symbolisch, anders nicht beim besten Willen. Und was nützen uns die Anti-Bibi-Pillen? Mein Fiat 500 ist zu katholisch. Nach glaubwürdigen Untersuchungen des Nachrichtenmagazins Stern soll es im VW 1200 auch nur Artisten möglich sein, was sicherlich viele bestätigen können. Mein Kanapee, das ist zu hart. Außerdem hört meine Wirtin jederzeit, ob ich allein im Bett lieg oder zu zweit, weil das alte Ding so knarrt. Rausschmeißen darf ich das schreckliche Monstrum auch nicht, denn es ist, so behauptet sie jedenfalls, eine teure Erinnerung an ihren Ehemann, der damals 1928 bei einer der berüchtigten Buttermilch-Orgien des Anti-Alkoholiker-Vereins Trockener Eimer totgetreten wurde. Ich trau mich auch nicht mehr zu dir nach Haus, denn als neulich deine Wirtin im Nachtgewand ganz plötzlich in der Zimmertüre stand, da hatte ich schon die Hosen aus. Angeblich wollte uns die alte Genussrolle zum Fernsehen einladen. Es lief gerade, sagte sie, eine so schöne Sendung über die sittliche Verwahrlosung der Studenten. Und ich sah doch wohl noch nicht so verdorben, dass mich nicht eine lehrreiche Sendung wieder auf den Pfad der Tugend zurückbringen könnte. Und eines Tags im Grunewald, da wollten wir es auch probieren. Doch Liebe konnten wir nicht spüren. Stattdessen wurde uns der Hintern kalt. Denn eine Wildsau mit blonden Haaren, die mischte sich laut grunzend ein und benahm sich gar nicht fein, als wir so schön zugange waren. Erst viel später stellte sich heraus, dass sich Hannes Wader an diesem Sonntag als Schweinetreiber betätigte und seine Sau Monika im Grunewald spazieren führte, weil sie, wie er mir vertraulich mitteilte, auf dem Kurfürstendamm zu oft nach anderen Männern schielte. Monika hatte sich losgerissen, erst ein paar der Damen in die Flucht geschlagen und uns auf eine alte Eiche getrieben. Als wir endlich wieder runter konnten, hatten wir uns inzwischen so verkühlt, dass ich anschließend 14 Tage Durchfall hatte. Als letzter Ausweg blieb uns dann ein Bumshotel am Landgericht. Aber ach, man ahnt ja nicht, was einem da passieren kann. Ich war gerade dabei, dir deinen Büstenhalter zu öffnen, da stürzten geschlossener Formation mit heruntergeklappten Visieren und gezückten Schlagstöcken ein Trupp Bullen in das Zimmer. Die Senatscowboys hatten mal wieder einen rechtsextremistischen Attentäter laufen lassen, benutzten die Räuber- und Gendarmenspiel als Vorwand für zahlreiche Hausdurchsuchungen. Einigen von ihnen war ich noch von der letzten Razzia im Goinier bekannt. Sie wollten mir neulich nicht glauben, dass sich in meinem Gitarrenkasten kein Maschinengewehr befindet. Sie müssen sich durch deinen roten Büstenhalter provoziert und ich meinen steifen Puller bedroht gefühlt haben, denn plötzlich fand ich mich mit blutigem Kopf und halb kastriert auf der Feuerleiter wieder. Naja, ich bin dann in Unterhosen nach Hause gegangen und seitdem bin ich so unwahrscheinlich wild auf Süßigkeiten.
zweiten Teil der Ballade vom Kohlenkasten wird wieder einmal das alte Sprichwort verwirklicht, dass Unrecht gut nicht gedeiht. Und da kann sich jeder eine Scheibe von abschneiden. Neulich haben die Bullen Oma abgeholt, im Kohlenkasten lachst du schon, ja. Sie haben uns unsere Oma weggeholt, die Unsein und alles war. Die Unsein und alles war. Die Oma hatte sich verändert, die Oma roch auch nicht mehr gut, weil auch das lange in der Kiste liegen einer toten Oma nicht bekommen tut. Einer toten Oma nicht bekommen tut. Und die Sache ist hier platzt, weil Mutter mit dem Haus war drum passiert. Und er wusste, was mit uns Oma los gewesen ist, und er hat uns bei der Kripo denunziert. Er hat uns bei der Kripo denunziert. Und Vater soll eine Weile nur nach Thiel hin, sie wollen ein Exempel statuieren. Das Kinder mehr auf den Gedanken kommt, für eine tote Oma Rente zu kassieren. Für eine tote Oma Rente zu kassieren. Die AOK, die will ihr Geld zurückhaben, 8000 Marker für das Jahr. Die Leichenprämie sollen wir auch nicht kriegen, obwohl die Oma noch nicht 70 war. Obwohl die Oma noch nicht 70 war. Und so geht's dir, wenn du Amateur und kein Profi bist, weil die Lizenz für den Leichenreibach schon längst vergeben ist. Schon längst vergeben ist. An die seriösen Herren in Schwarz, die Waffenfabrikanten, an die ABC und so weiter, Waffenbauer, an die Napalmlieferanten, die Napalmlieferanten. Nur wenn du Angro in Leichen machst, ist bei dem Geschäft was für dich drin. Doch wenn du nur eine tote Oma hast, dann kommst du schnell nach Thiel hin. Dann kommst du schnell nach Thiel hin. Und so siehst du Jahr für Jahr, wie seine Leichen so verdienen. Doch du sitzt in der Küche auf dem Kohlenkasten und baumelst mit den Beinen vor dich hin. Und baumelst mit den Beinen vor dich hin. Margarete, ja, Gau, zu alt, um als Verkäuferin eine feste Stellung zu bekommen, durfte dennoch für Herrn Horten in seinem Kaufhaus durch die Schürften weiter beschäftigt von Woche zu Woche. Und die Firma sparte auf diese Weise Sozialabgaben, Urlaubsgeld und die Lohnfortzahlung für den Krankheitsfall. 1970 im Oktober hatte Frau Jager einen Arbeitsunfall. Vom Arzt krankgeschrieben, wurde sie am nächsten Tag gekündigt. Die Firma weigerte sich, ihr den gesetzlich garantierten Lohn für 6 Wochen weiterzuzahlen. Ich sage, geschieht der Alten ganz recht, was begnügt sie sich auch nicht mit 150 Mark Frührente? Denn wir leben in der besten aller Welten. Und alles soll so bleiben, wie es ist. Und wer das Maul aufreißt und was dagegen sagt, der ist ein fieser Kommunist. Der sich sogar noch wohl beifühlt, wenn er im Schmutz des eigenen Nestes wühlt. Er soll doch gefälligst nach drüben gehen. Da wird er schon sehen, da wird er schon sehen, wo es besser ist. Als Apollo 13 von einem Meteoriten angeschlagen zur Erde zurückflog, bangte die halbe Menschheit um das Leben jener 3 Männer, die für eine Handvoll Wissenschaftler, denen das Alter des Mondes Kopfschmerzen bereitet, von dort ein paar Kilo Staub und Steine mitbringen sollten. Wenn ein Lastzug mit Frischfleisch für 2000 Menschen mit gebrochener Achse im Graben liegt, der Fahrer vom Lenkrad aufgespießt, bangt außer der Frau des Verunglückten niemand.
Ich sage, ein kosmisches Bewusstsein lässt auch diese Frau bald die kleinen Sorgen des Alltags vergessen. Denn wir leben in der besten aller Welten. Und alles soll so bleiben, wie es ist. Und wer das Maul aufreißt und was dagegen sagt, der ist ein fieser Kommunist, der sich sogar noch wohl beifühlt, wenn er im Schmutz das eigene Nestes fühlt. Er soll doch gefälligst nach drüben gehen, da wird er schon sehen, da wird er schon sehen, wo es besser ist. Wieder einmal lieferten die Amerikaner einen Beweis ihres guten Herzens und ihrer Kinderliebe. Für ein todkrankes Berliner Kind, ein Waisenkind wohlgemerkt, flogen sie mit einem eigens dafür gecharterten Flugzeug eine sehr teure Herz-Lungen-Maschine in die Stadt ein. Dieses außerplanmäßige Unternehmen kostete die USA genauso viel wie der planmäßige Abschuss von 3 Vietcong oder das Verbrennen von 4 vietnamesischen Kindern mit Napalm. Ich sage, Berliner Kindern zuliebe verlieren die Amis doch glatt den Krieg in Vietnam. Ja, wir leben in der besten aller Welten. Und alles soll so bleiben, wie es ist. Und wer das Maul aufreißt und was dagegen sagt, der ist ein fieser Kommunist, der sich sogar noch wohl beifühlt, wenn er im Schmutz das eigene Nestes fühlt. Der soll doch gefälligst nach drüben gehen, da wird er schon sehen, da wird er schon sehen, wo es besser ist. War es aus mit dem König von Gottes Gnaden. Für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit köpfte man die Aristokraten. Für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit köpfte man die Aristokraten. Und die Parole jener Zeit ist, ah, jetzt geht es ran. Wir schaffen alle Knechtschaft ab, dass frei sei jeder Mann. La 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 la. Die Mauern der Bastille riss man ein, vive la liberté. Und auch den König, den machte man gleich, er starb als Bürgercafé. Und auch den König, den machte man gleich, er starb als Bürgercafé. Und die Parole jener Zeit ist, ah, jetzt geht es ran. Die Aristokraten an die Laternen, die Blutsauger hängt sie dran. La 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 la. Man taufte mit Aristokratenblut die Epoche der Brüderlichkeit, doch die Proleten zahlten mit ihrem Schweiß die Spesen der neuen Zeit. Doch die Proleten zahlten mit ihrem Schweiß die Spesen der neuen Zeit. Und die Parole jener Zeit, die sah, jetzt geht es ran. Der Bürger macht nun den Profit, rafft, was er noch raffen kann. La 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 la. Und als sie sahen, dass ein Kaiser kam und noch manch anderer krumme Hund, und dass der Bürger zum König wurde, da war es den Proleten so bunt. Und dass der Bürger zum König wurde, da war es den Proleten so bunt. Und die Parole jener Zeit hieß, ah, jetzt geht es ran. Schaffe Profit und Privateigentum, Prolet der Kommune schließt sich an. La 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 la.
Tage der Kommune sind vorbei, allein was macht er schon? Denn die Massen stehen bereit für die letzte Revolution. Denn die Massen stehen bereit für die letzte Revolution. Und die Parole dieser Zeit heißt, ah, jetzt geht es ran. Die Genossen stehen bereit, geschlossen Mann für Mann. La 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 la. Das Psychogramm eines bundesdeutschen Polizisten. Er tritt allein und auch in Haufen auf. Er hat kein eigenes Gesicht. Zu Hause ist er sicherlich wie ich und du. Doch auf der Straße sieht man's nicht. Doch auf der Straße sieht man's nicht. Er trägt seinen Penisersatz offen am Bauch, damit jeder sieht, das ist ein Mann. Er hat uns auch schon oftmals vorgeführt, wer mit seinem Penis knüppeln kann, wer mit seinem Penis knüppeln kann. Er trägt Uniform, denn er repräsentiert den Staat in seiner Macht, der ihn vom Denken suspendiert und zum hirnlosen Handlanger macht, und zum hirnlosen Handlanger macht. Er ist voll Angst, darum traut er sich nur zu 12 in linke Kneipen rein. Er schert sich nicht um Nazi-Terroristen, sperrt lieber Haschisch-Brüder ein. Sperrt lieber Haschisch-Brüder ein. Er sei zum Schutz für uns alle da. Doch er schützt nur den, der was besitzt. Und so macht er sich für Onkel Axel stark. Statt dass er uns vor der Bildzeitung beschützt, statt dass er uns vor der Bildzeitung beschützt. Er kann privat, wenn er Dienst frei hat, auch denken und mal kritisch sein. Doch schlägt er im Einsatz bei Knüppel frei, kritiklos ihren mir den Schädel ein. Kritiklos ihren mir den Schädel ein. Denn er ist allergisch gegen Rot. Axel kann das gut verstehen. Doch schießt er mal einen Studenten tot, dann war's nur ein Versehen. Dann war's nur ein Versehen. Und er tut es nicht für dich, und er tut es nicht für sich. Er tut's auch nicht für die Demokratie. Er tut's nicht für die Freiheit und nicht fürs Grundgesetz. Er ist noch nicht der Plutokratie. Er ist noch nicht der Plutokratie. Drum schürt euren Hass nicht gegen ihn. Streitende Knechte nützen's nicht. Und wir haben dieselbe Straße, wenn unser Tag anbricht. Wenn unser Tag anbricht. Denn es kommt der Tag, wo er gemeinsam mit uns in die freien Fabriken zieht. Wo er des Volkes Arbeit schützt und nicht mehr den Profit. Und nicht mehr den Profit. Ein Lied, das so dunkel ist, wie das Grauen, das deine Nächte zerfrisst. Wenn schreiend du aufwachst und niemand dir zuhört, wenn das Echo der Wände vereint mit den Spiegeln, zurückwirft dein Bild nur in endlosen Wellen, die sich brechen in der Hoffnung auf morgen.
der Morgen erst kommt in 10.000 Jahren. Und dein Weinen versiegt aus Mangel an Tränen. Und du spürst, dass die Angst vor dir steht, wie ein Tier, das dich anstarrt und schweigt. Neulich war die Angst auch bei mir, als sie sich fortschlich, da folgte ich ihr. Ich kam in ein Café und bestellte ein Lächeln. Das war schon tot, bevor es bezahlt war. Und Father McKenzie und Eleanor Rigby verkauften den Grabstein mit 10% Aufschlag. Denn irgendwovon müssen Tote ja leben. Und die Miete wird teurer auch auf dem Friedhof. Und ich sah, dass die Angst vor mir stand wie ein Tier und mich ansah. Schwieg. Die Uhr schlug 5 und ich stand am Tor der Fabrik und auch die Angst stand davor. Da kamen Gesichter, die waren verloren. Fäusten verkrampft, die entrechteten Hände, den Überfluss mehren, derer die schon besitzen, vergrößern sie täglich den eigenen Mangel und nützt sich selbst unentbehrlich den Herren. Strandgut des Fortschritts, der ins Elend sie auswirft. Ich sah, wie die Angst ihre Kehlen zerriss, dass ihr Schrei sich lautlos erbrach. Und als der Tag sich ins Dunkel verlief, fand ich sie dort, wo das seichte Vergessen rief. Wo im Nebel des Dornkarts zerfetzte Gedanken in Höhlen und Labyrinthen sich jagen. Wo die Schuldigen man sucht in den eigenen Söhnen. Den Hut abzieht vor den Schatten der Henker, vor Arbeitslager und Ruhe und Ordnung. Und der heilige Dornkart singet die Blindheit. Und die Angst schlug ein Kreuz, als sie die Messe begann und sang laut den Choral vom Profit. Und als die Stunde der Wandlung kam und der Wein seine wahre Gestalt annahm, soff der Mehrwert das Blut der lebendigen Arbeit, bestach er die Zeit und verdrehte die Uhren, rief Propheten, die salbten das Geld uns zum König. Der stand auf gegen uns und hatte 2 Hände. Die eine Hand lockte, die andere schlug uns.
verriet einer den anderen und kein Hahn war der Kräte. Und die Angst sollte sein bis ans Ende der Zeit und ohne Morgen die Nacht. Doch unter der Schmiede Hämmerschlag dämmert herauf ein neuer Tag. Der schließt die Kolonnen zu stählener Einheit, schweißt Naht für Naht den gemeinsamen Morgen. Vom Fluch toter Arbeit uns lösen die Hände, die selbst nun hegen, was machtvoll sie schaffen. So zerbricht er die Götzen, macht stumm die Propheten und ist kein Herr mehr, der den Rücken uns beuge. Und die Angst bleibt im Dunkel des Gestern zurück und sieht unser Morgen nicht. Deine Augen frei von Tränen, auf die Dauer wächst aus Mitleid kein Brot. Und Tränen trüben dir den Blick für fremde Leute Not, die man dir vorhält, damit du vergisst, dass deine eigene Lage nicht viel besser ist. Damit du glaubst, es geht dir gut, du schämst dich dafür, denn genau das wollen die Geier von dir, die aus Leid und Mitleid Geschäfte machen und sich eins ins Fäustchen lachen. Wenn dich wieder mal das große Mitleid befällt und dich das Leid der anderen vom Denken abhält, wenn du kritiklos vor Rührung zerfließt, weil du ein totes Kind in der Zeitung siehst, von der Rente, vom Arbeitslohn, vom Taschengeld, dir was abknappst für Biafra oder Brot für die Welt. Ich bin Unrecht, Gewalt und Profit, geh aus Söns, indem du Negerkindern das Sterben verschönst. Die Toten bekommen ein schönes Grab von den Spenden, die man dem Sarg machen gab, die davon ganz fett geworden sind und immer fetter werden mit jedem toten Kind. Immerhin sind 300 Mark eine ganz schöne Rente für eine Oma, die nur 80 Mark Miete bezahlt. Wedding, zweiter Hinterhof, vier Treppen rechts, mit Mäusen im Spind und Klo auf dem Flur. Und da sieht im Winter manchmal bis zu minus 3 Grad. Aber bei so einer Kälte pinkelt und scheißt man ja schneller. Kohlen holt sie selber hoch und manchmal der Nachbar. Sie wäscht sich in der Küche meistens angezogen. Doch manchmal darf sie baden kommen zu ihrer Tochter, die in Lichterfelde in einem Neubau wohnt und hinterher lüftet, weil die Oma doch so riecht. So eine Oma, die doch fast gar keine Ansprüche stellt, von der wird man vielleicht mal verlangen können, dass sie 50 Mark spendet für die Caritas, wo sie doch schließlich auch mal in den Himmel kommen will, wo jeder ein Bad hat und ein eigenes Klo. Und Gott baut den Himmel nur mit Baukostenzuschuss an mitleidsvollen Taten. Und die kosten Geld. Dein Geld, mein Geld. Das Geld von Arbeitern, Angestellten, Lehrlingen und Rentnern. Nicht etwa das Geld vom Papst, von General Motors oder dem Volkswagen-Werk.
blende deine Augen frei von Tränen, auf die Dauer wächst aus Mitleid kein Brot. Und Tränen trüben dir den Blick für fremde Leute Not, die man dir vorhält, damit du vergisst, dass deine eigene Lage nicht viel besser ist, damit du glaubst, es geht dir gut und du schämst dich dafür. Denn genau das wollen die Geier von dir, die aus Leid und Mitleid Geschäfte machen und sich eins ins Fäustchen lachen, wenn dich wieder mal das große Mitleid befällt und dich das Leid der anderen vom Denken abhält. Wenn du kritiklos vor Rührung zerfließt, weil du ein totes Kind in der Zeitung siehst und von der Rente, vom Arbeitslohn, vom Taschengeld dir was abknappst für Biafra oder Brot für die Welt, dich mit Unrecht, Gewalt und Profit dir aussöhnst, indem du Negerkindern das Sterben verschönst. Die Toten bekommen ein schönes Grab. Und in Spenden, die man den Sarg machen gab, die davon ganz fett geworden sind und immer fetter werden mit jedem toten Kind. Also das mit der Oma war ja nun schon fast wieder rührend. Ihr habt euch vor Mitleid in die Hosen gemacht. Am nächsten Mal geht doch besser zeitig aufs Klo. Spült gründlich euer stinkendes Mitleid runter und berauscht euch nicht am eigenen Gestank. Denn mit klarem Kopf denkt sich's besser. 800 Mark brutto im Monat sind zu viel zum Sterben. Für einen Arbeiter, der eine Frau und zwei Kinder hat und durch seine Arbeit auch noch den Unternehmer ernährt, dem in den Arsch tritt, wenn es ihn belebt und ihn Tag für Tag um sein Leben bescheißt. Und ihr könnt ihm als Ersatz nichts als euer Mitleid anbieten. Dabei hat er schon genug zu tun mit seinem Selbstmitleid, dass er jeden Freitagabend im Bier säuft, wo er Pläne macht, wie man alles ändern könnte, dass er aus dem Dreck herauskommt und sein Kumpel auch. Dem Alten muss man zeigen, denn was wäre er ohne sie? Und wer einen Augenblick erkennt sein von den alltäglichen Ängsten befreites Bewusstsein, dass die Solidarität von 10 mehr wert ist als das Mitleid von 1000. Halte deine Augen frei von Tränen, auf die Dauer wächst aus Mitleid kein Brot. Und Tränen trüben dir den Blick für fremde Leute Not, die man dir vorhält, damit du vergisst, dass deine eigene Lage nicht viel besser ist, damit du glaubst, es geht dir gut und du schämst dich dafür. Denn genau das wollen die Geier von dir, die aus Leid und Mitleid Geschäfte machen und sich eins ins Fäustchen lachen, wenn dich wieder mal das große Mitleid befällt und dich das Leid der anderen vom Denken abhält. Wenn du kritiklos vor Rührung zerfließt, weil du ein totes Kind in der Zeitung siehst und von der Rente, vom Arbeitslohn, vom Taschengeld dir was abknappst für Biafra oder Brot für die Welt, dich mit Unrecht, Gewalt und Profit dir aussöhnst, indem du Negerkindern das Sterben verschönst. Und die Toten bekommen ein schönes Grab. Und in Spenden, die man den Sarg machen gab, die davon ganz fett geworden sind und immer fetter werden mit jedem toten Kind. Die Augen werden mir vor Ruhm feucht, denke ich an die Herren der Konzerne, die an Geist und Körper so verkrüppelt sind, dass sie mit blutendem Herzen andere für sich arbeiten lassen müssen. Für ein Stützkorsett aus Aktien und das Rollstuhl einen Jet,
ei, wie schön sich's doch auf goldenen Krücken hinkt. Und als geistesstärkende Lektüre brauchen diese armen Krüppel unbedingt Kontoauszüge mit 8- bis 9-stelligen Zahlen. Aber vergessen wir doch nicht die vielen anderen, die sich außer fremder Arbeit überhaupt nichts gönnen. Weder Lohnerhöhung noch Bildungsurlaub für ihre Arbeiter oder Überstundenwucher an der Tagesordnung ist, bis das aufgeblähte Unternehmen eines Tages platzt. Und weil sich der Boss von den paar gesparten Millionen seiner Frau keine fremde Arbeit mehr leisten kann, liegen seine 2.000 bis 3.000 Arbeiter bis auf Weiteres erstmal arbeitslos auf der Straße. Kinder und Kriegsinvaliden säumen den Weg an profitverkrüppelten Großunternehmer. Die Gier nach fremder Arbeit in den Wohlstandsländern bringt es mit sich, dass woanders Millionen verhungern. Das Elend wächst wie Unkraut, wenn man es mit Mitleid düngt. Sind die Profite beseitigt, hat auch das Elend ein Ende. Deutsche Gastarbeiter können Sizilien eine Industrie aufbauen. Holländische Deichbauer schütten Dämme an der Gangesmündung. EWG-Landwirte und Agrararbeiter schaffen Butterberge in Indien und Südamerika. Halte deine Augen frei von Tränen, auf die Dauer wächst aus Mitleid kein Brot. Und Tränen trüben dir den Blick für fremder Leute Not. Wie man dir vorhält, damit du vergisst, dass deine eigene Lage nicht viel besser ist, damit du glaubst, es geht dir gut und du schämst dich dafür. Denn genau das wollen die Geier von dir, die aus Leid und Mitleid Geschäfte machen und sich eins ins Fäustchen lachen. Wenn dich wieder mal das große Mitleid befällt und dich das Leid der anderen vom Denken abhält, wenn du kritiklos vor Rührung zerfließt, weil du ein totes Kind in der Zeitung siehst und von der Rente, vom Arbeitslohn, vom Taschengeld dir was abknappst für Biafra oder Brot für die Welt, dich mit Unrecht, Gewalt und Profitgier aussöhnst, indem du Negerkindern das Sterben verschönst. Und bekommen ein schönes Grab von den Spenden, die man den Sorgmachern gab, die davon ganz fett geworden sind und immer fetter werden mit ihrem toten Kind. So oft Versprechungen in großer Zahl, doch es blieben uns als Herren Waffen, Brut und Kapital. Niemand wird uns je befreien, wenn wir uns nicht selbst befreien. In Universitäten, Schulen und Fabriken, Klassenkampf muss sein, Klassenkampf muss sein. Stunden sind gezählt, denn wer kann uns widerstehen, wenn Proletariat und Intelligenz im Klassenkampf zusammengehen? Niemand wird uns je befreien, wenn wir uns nicht selbst befreien. In Universitäten, Schulen und Fabriken, Klassenkampf muss sein, Klassenkampf muss sein. Universitäten, Schulen und Fabriken, da setzt die Befreiung ein, doch man wird sie uns nicht schenken, Klassenkampf muss sein. Niemand wird uns je befreien, wenn wir uns nicht selbst befreien. In Universitäten, Schulen und Fabriken, Klassenkampf muss sein, Klassenkampf muss sein. Glaub nicht an ein Paradies, regiert
regiert von Technokraten, denn die sind längst korrumpiert und haben uns verraten. Niemand wird uns je befreien, wenn wir uns nicht selbst befreien. In Universitäten, Schulen und Fabriken, Klassenkampf muss sein, Klassenkampf muss sein. Wer Ordnung über Freiheit stellt, der kann uns nicht befreien und wird im Dienst des Kapitals unser Judas sein. Niemand wird uns je befreien, wenn wir uns nicht selbst befreien. In Universitäten, Schulen und Fabriken, Klassenkampf muss sein. Niemand wird uns je befreien, wenn wir uns nicht selbst befreien. In Universitäten, Schulen und Fabriken, Klassenkampf muss sein, Klassenkampf muss sein.